So, Huser Leute, willkommen bei einem neuen Part von Deus Ex 3 Human Revolution. Oh mein Gott, sehen diese Ordner scheiße aus. Okay, gucken wir mal kurz, ob die Kamera frei ist. Okay, dann muss ich das jetzt so machen, dass die Kamera mich... Ja, dass ich die Kamera ausschalten kann. Da gehe ich erstmal wieder in ein Nebenzimmer, mal gucken, ob ich da irgendwo einen PC finde, womit ich denn diese schöne Kamera ausschalten kann. Jawohl, ich gehe erstmal hier entlang. Okay, hat mich nichts gesehen. Aber erstmal, was zur Hölle ist das denn? Also, wenn das nur Deko sein soll, so richtig schönes Dekolicht, dann will ich auch sowas haben. Das sieht auch nett aus. Das könnte im IKEA-Katalog sein. Sowas von im IKEA-Katalog. Aber eigentlich sowieso. Seht das mal an. Das ist doch 1 zu 1 aus dem IKEA-Katalog, oder? Jetzt mal ernsthaft. So. Ich muss ja nicht mal leise sein, deswegen kann ich jetzt hier rumstampfen, wie ich will. Der Kühlschrank geht nicht auf, aber mal gucken, was hier hinter ist. Nix. Gut. Speichern. Mal gucken. Ein kleiner Konferenzraum. Hallo? Vermutlich nur ein Schreibfehler. Nö. Ich möchte kein Fernsehen gucken. Hier gibt es doch schon auch irgendwas Feines. Ich habe eben gesehen, ganz. Also hinten war ja ein PDA. Quatsch, nee, ein E-Book. Das gucke ich mir erstmal wieder später an. Ich gucke jetzt mal, was es hier so gibt. Da ist wieder eine Kamera. Da ist wieder die alte Kamera. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie weit die schwenkt. Ich gucke erstmal, ob die auch zu mir rüber schwenkt. Ja! Aber sie ist nur misstrauisch, hat nichts gemerkt. Ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn ich mal kurz hier reinhaue. Ach Quatsch, ich kann. Es gibt ja kein Punchen. Richtig, ich hab's vergessen. Gut, also dann suche ich erstmal was, womit ich das ausschalten kann. Hey, cool. Geht nicht, schade. Ach, Menno, ich wollte mir doch einen Kaffee holen. Ist ein Kaffee, ja, ist Kaffeemaschine. Ey, Leute, ich hab's mir sowas von dermaßen auf meinem momentanen Arbeitsplatz gewöhnt, dass ich da Kakao trinke. Ey, Kakao. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich bin echt zum Kakaotrinker geworden. Unglaublich, ich liebe Kakao. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich trinke echt viel Kakao am Arbeitsplatz. Bestimmt so 5 Stück. So. Huh. Dann werde ich mich mal in Huh reinhacken, aber davor werde ich mal speichern. Ey, ihr merkt vielleicht, ich habe gerade extrem gute Laune. Echt gutes Wetter heute, obwohl ich gestern so einen unglaublich schlechten, nennt man das nochmal so schön, Pokerabend hatte. Aber dazu werde ich gleich mal etwas erzählen, wenn ich dazu auch Zeit habe. Hier werde ich reingehen, klar, 50%, immer her damit, klar, locker, Freigabe, 20%, locker, oh fuck. Von wegen locker, ficken heißt das hier. So, hacken. So, also nochmal hier rein für die Deppen. Jetzt nochmal 20%, locker, so geht doch. Gut, und jetzt kann ich... Ja komm, wenn ich jetzt verstärke, dann ist Schluss. Können sie nichts mehr. Da können sie mich am Arsch lecken, die Bernardo. So. Geil, jetzt kann ich sogar den sofort hacken, da krieg ich sogar noch mehr. Super geil. Zugriff gewährt. Okay. In the hood, bitch. Okay. Dann werde ich jetzt mal was vorlesen. Ich bin doch eher dafür, dass ich doch wieder was lese. Ich glaube, das ist eher so ein Gemütszustand. Letztes Mal war ich nicht so, hatte ich nicht so viel Bock zu lesen. Jetzt schon. So. Hut. Wie wird das ausgesprochen? Falls jemand von euch chinesischer Herkunft ist, bitte schreibt mir in die Comments, wie man es ausspricht. Ich würde sagen, es heißt Xixin. Hu Xixin schrieb: Bogen, mir sitzt das Penthouse im Nacken wegen der neuen Biochip-Bestellung. Wir dürfen uns bei der Sache keinen Fehler in der Produktion erlauben. Kriegen Sie das hin? Wir müssen die Bestellung in einer Woche bei Limp zum weltweiten Vertrieb haben. Sonst sind wir beide dran. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das hinkriegen. Xixing. So, Limp. Limp? Moment, Limp ist doch eigentlich eine Tochter, soviel ich weiß, von, na. Dim, 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 dim. Von Seraph Industries. So. Und die Antwort ist, die Bestellung ist riesig. Aber wenn Madame Sao etwas will, haben wir keine andere Wahl, als zu liefern. Ich lasse mir etwas einfallen. Wissen Sie, wofür die Dinge überhaupt gut sind? Oder warum Limp so viele davon braucht? Oder ist das eine blöde Frage? So.
Der Eilauftrag, Xixing. Ich schicke Ihnen einen neuen Nervenschnittstellen-Prototyp, den das Penthouse am besten schon gestern in Massenproduktion und an Limp geliefert haben will. Penthouse. Eigentlich erinnert mich das an etwas anderes. Aber na gut, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Der Papierkram kommt noch, aber können Sie schon mit der Fließbandproduktion beginnen, sobald Sie den Chip haben und Bokins, ich dachte, der hieß Bogin, von mir ist das jetzt Bokins Team, warnen, dass Sie ihn fertigen müssen? Warnen? Okay, wie auch immer. Die Sache ist immens wichtig und streng geheim. Z. Wahrscheinlich Sau? Nee. Von... Hä? Keine Ahnung. Ficken. Ficken ist super, ne? Das kann man immer sagen. Das lenkt einfach total ab. Hoffe ich zumindest. Niemand außer Ihnen, mir und Bokins Team darf einen Chip sehen. Achso, darf den Chip sehen. Ich darf einen Chip nicht sehen. So. Dann habe ich das hier. Und hier ist noch was. Kann ich noch leer greifen? Ist aber nichts. Da muss ich natürlich aufpassen, dass die Kamera mich nicht sieht. Die habe ich aber nicht gesehen. Was ist das? Was ist das? Kann ich das bedienen? Was ist das? Da auch. Ist das eine Kamera? Die blinkt sogar. An oder aus? Ich bin für aus. Zielen und... Nein, natürlich nicht. Gut. Annehmen. So, jetzt kann ich wieder was palabern. Pokerabend. Habe ich die Zeit für einen Pokerabend zu reden? Ach Leute, nicht jetzt. Ich erzähle das euch auf jeden Fall noch im Laufe dieser Folge. Wir haben ja noch 30 Minuten. Obwohl, ich könnte schon... Also über diesen Typen beim Pokerabend könnte ich weitaus mehr als 30 Minuten reden. So viel steht fest. Aber das... Kann ich hier stehen bleiben? Anscheinend schon. Ich werde mich auch aufs Wesentliche reduzieren. Steht hier... Special Report. Was steht da noch? Special Report Pixelhaufen. Ja, wunderbar. Okay, man kann es vielleicht nur lesen, wenn man rauszoomt. Still anbieten? Ja, still anbieten. Ja, ist halt ein Sportmagazin. Was haben wir hier? Es interessiert kein Arsch. Also gehe ich weiter. Es interessiert kein Arsch. Es interessiert kein Arsch. Ich muss aufpassen, langsamer zu reden. So, das sieht mir noch nach einem Arbeitsplatz aus, wo ich die Kamera hacken kann. Elektroschockpfeile. Herr damit! So. Und hier, ach, das sieht doch nach meinem zukünftigen Arbeitsplatz aus. Seht ihr das denn hier? Diplome. Ich hoffe, das sind Diplome. Sieht auch ein bisschen aus wie Verdienste für die Ermordung von Völkern. Keine Ahnung. So, wir sind ja schließlich auch in China. Da kann sowas angebracht sein. PDA werde ich mir erstmal nehmen. Da ist bestimmt ein Passwort drin. Was haben wir hier? Was wurde da gedruckt? Also wenn was gedruckt wurde, dann kann man es nicht erkennen. Super. Ey, ihr merkt, ich bin heute super gut aufgelegt. Ich freue mich heute wieder so richtig auf irgendeinen Kram. Gut. Liegt hauptsächlich am Wetter. So, haben Sie Login-Daten für den Zentralrechner mit offenen Bereich? Ich muss den Computer verwenden. Yep, Login ist TYMMF. Passwort ist eBrain. Wofür brauchen Sie denn den Zentralrechner? Und E-Mail. Habe ich die schon gelesen? Es ist halt eine E-Mail. Ja klar, habe ich die schon gelesen. Tschüss! So, rein hier. Gängel. Toll. Ich habe den Zugangscode nicht, dann muss ich wieder hacken. So. Ich habe übrigens damals einen auszubildenden Kollegen gehabt in der schulischen Ausbildung von damals. Der hieß Dennis Hacken. Super, oder? Interessiert keinen Arsch, aber das ist einfach so ein Detail, das kann ich mal 10 Leute abzunerven. Hey, es hat sogar funktioniert. So, am besten mal hier rein, dann da unten, dann, keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall das haben und das. Dann ist es erstmal gut, wenn ich das mir hole. Hoffentlich werde ich nicht entdeckt. Sehr schön. Wie viel kostet mich das Dichtmachen? 30%? Das ist eigentlich ganz nett. Ich probiere es mal. Fuck you! Okay. Jetzt Versuch 2! Okay, okay, okay. Rinhe. Gut, nochmal. Rinhe und dicht machen diesmal. Dann habe ich
Wenn ich nämlich das dicht habe, dann ist alles super. Dann kann mich das hier... Da muss nämlich ein riesen Umweg gehen. Ne, da kann der nicht mal hier rüber gehen. Das heißt, er muss hier rüber gehen. Und wenn ich das verstärke, ist es 50%. Okay, das ist schon deutlich höher. Stattdessen will ich mal versuchen, das hier zu übernehmen. Sobald ich entdeckt werde, mache ich wieder alles dicht. Dann müsste ich eigentlich genug Zeit haben. Gut. Sehr, sehr schön. Die Freigabe macht mir alles leichter. Sehr gut. Dann jetzt den Knoten holen. Sehr geil. Gut, dann... Ja... Wenn ich schnell handeln muss, dann muss ich schnell handeln. Deswegen werde ich erstmal das hier holen. Und das kostet mich null. Im Grunde ist das die bessere Lösung, wenn ich hier erstmal reingehe. Okay, rein hier. Dicht machen. Dicht machen. Jetzt kann ich das mir holen. Und gleichzeitig auch das hier. Zugriff gewährt. Strategie gegen auf. Gut. Kamera aus. Super. Jetzt kann ich da vorne meinen Arsch nackig rumzeigen. Und keiner merkt es. Ist das nicht geil? Ich find's geil. Gut. Ist das... Schrotpatronen, das war's, genau. Aber das ist auch eine geile Couch, oder? Die sieht voll gemütlich aus. Da würde ich mich jetzt am liebsten jetzt voll reinlegen. Wisst ihr was? Ich tue es einfach. So, das mache ich jetzt. Der Rest des Parts sitze ich jetzt einfach nur rum in diesem Sessel und fühle mich wohl. Ah. Nein, Quatsch, ich mach weiter. So. Aber die Decke sieht doch geil aus, oder? Also, der Designer hat jetzt, konnte sich ja ordentlich austoben von Taeyong Medical. Hier ist ein Arbeitsplatz. Hier will ich arbeiten. So. Leer. Ich werde erstmal alles ausräumen. Erstmal alles ausräumen, dann nachfragen. Das ist... Fuck. Aber ich habe so viele Patronen, das ist mir im Moment wirklich egal erstmal. So, aber trotzdem speichere ich in dem Moment erstmal. Gut. Chips. Sehr nice. Was hast du? Nichts. So, jetzt wo die Kamera da rumfliegt, kann ich den Typen auch... Ey, ich will dich eigentlich schmeißen. Ich will dich schmeißen. Ich kann dich nicht schmeißen. Ich will dich aber schmeißen. Ich will, dass du morgen echt Schmerzen hast, wenn du aufwachst. Mann, ey. So, was haben wir hier noch am Arbeitsplatz? Hier gibt es echt viele PCs. Das ist echt ein bisschen viel. Und ein PDA, das freut mich doch mal wieder sehr. Und ein Chip von 5... Ich speichere das und packe jetzt erstmal die Waffe weg. Dann schieße ich auch nicht mehr doof durch die Gegend. Meine Fresse. So, verlassen. Her damit. Elektroschockpfeile. Ah, geil, oder? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich möchte den Feuerlöscher haben. Ich möchte den Feuerlöscher haben. Ich möchte hier das nicht vorhandene Feuer löschen. So, jetzt wohl noch jemand hin. Und ich rede hier unnützen Kram, den keiner interessiert. Aber dieser Raum muss doch irgendeinen Nutzen haben. Hier muss doch irgendwas auf dem Boden liegen, oder? Nein! Fehlanzeige. So, will ich das... Obwohl, Moment, ich gebe den Raum jetzt mal einen Sinn. So nicht. So nicht. Ey, gibt's doch nicht. Kein Wunder, dass es nicht durchging. Ich muss das auch so tragen. Ey! So, jetzt. Alter. So. Immer langsam hier. So, es hat auch der Raum einen Sinn. Denn schließlich steht hier jetzt der Kühlschrank. Quatsch, der Automat. Und niemand will einen Automaten missen. Moment. Der, aber es macht nur Sinn, wenn der Automat mitten vom Fernseher steht. Oh nein! Du... Oh, scheiße. Und wenn der Automat im Fernseher auch kaputt macht. Sehr schön. Okay, jetzt reicht's mir auch. Genug Scheiße gebaut. Das hat Spaß gemacht. Okay. Jetzt kommt wieder was Hartes. Die nächsten 3 Jahrzehnte. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten und in schlechten Zeiten. Ich kann den Text echt nicht. Ich bin eigentlich schon ziemlich froh dafür, dass ich eigentlich nicht kenne. Aber trotzdem. Aber der Text fängt schon mal gut an. Das Grauen
des Ausbruchs der malaysischen H5N1-Virus-Variante 2018, weniger als ein Jahrzehnt nach der Schweingrippe, heißt es nicht Schweinegrippe? Okay, Schweingrippe-Pandemie von 2019. Ja, das war vor 2 Jahren, beziehungsweise 3 Jahren, bei der Welt ein deutliches Zeichen dafür, dass die Menschheit trotz aller medizinischer Fortschritte vor Seuchen genauso wenig geschützt war wie zu Zeiten der Schwarzen Pest oder der Spanischen Grippe von 1918. Die Wissenschaftler behaupten zwar, sie seien der Entwicklung von Heilmethoden für Krebs, das AIDS-HI-Virus sowie andere Krankheitserreger näher als jemals, das wir hatten zuvor. Und wir könnten guter Hoffnung sein, dass diese Killer innerhalb der nächsten 30 Jahre auszurotten, ja. Aber wir dürfen nie vergessen, dass unsere sich stetig verändernde Welt immer mehr neue Varianten alter Pandemien hervorbringt und unsere Spezies niemals wirklich sicher vor den Gefahren neuer und bisher nicht aufgetretener Virusformen sein wird. Holy motherfucking shit auf... Holy motherfucking shit. So. Ja. Im Grunde ist es ja richtig, was da steht. Habe ich den Typen eigentlich mal nachgeguckt, was er hat? Oh, habe ich da gar nicht. Ich will beides haben. Und das will ich nicht ausnocken. Aber ich möchte irgendwas hiermit anstellen. Weil... Natürlich. Ich brauche irgendwas zum Werfen. Ach komm. Na gut, dann nehme ich halt dich nochmal und... So, geht doch. Und Wurf! So. So ist es doch viel, viel schöner, oder? Wenn da so mitten... Warte, das krieg ich noch besser hin. Ich muss das hier drauf balancieren. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön. Weißt du, du kommst ins Gesprächszimmer und denkst dir, scheiße, kaputter Fernseher und... Was liegt dir komische... Egal. So. Sehr, sehr geil. Okay, wie viel Zeit habe ich jetzt in diesen Raum verschwendet? Kacke, ich habe die Uhr nicht gestellt. Egal, ich spiele jetzt nach Gefühl. Ich bin heute so gut drauf, Leute. Ihr merkt es echt, glaube ich, oder? Es gibt eigentlich wirklich keinen Grund dafür, außer dass ich wirklich gute Laune habe. E-Brain, ja, ich habe das Codewort endlich. E-Bein. Ja, Brain. Rein da. Gut. Unterstützung beim Rion-Projekt. Wen. Bei der Interpretation wichtiger Designelemente im Pankreabauplan. Ja, das könnt ihr euch selber durchlesen. Na gut, das ist R01-8000. Allgemeiner Rücküberblick des Drohnenzugangs. Panschergrau! Drohnenanzugs gibt es Unklarheiten. Das führt dazu, dass die im Kern der Installation angesetzten Drohnenelemente schneller verschlissen werden, als wir es gerne hätten. Können Sie uns den ursprünglichen Designer ein paar Tage in die Arktisstation schicken, damit wir uns mit ihm beraten könnten? Ich ließ sie überall könnten. Da steht kein einziges T. Nicht hier, auch nicht da. Okay. Wir organisieren den Transport. Gary Brasseur. Heißt. Der ist wahrscheinlich Franzose, oder? Jerry Brasseur. Leitender Konstruktionsingenieur Pankrea. Gut. Ich muss mal kurz gucken, ob überhaupt mein Mauszeiger seht. Ich glaube nicht, weil ich letztes Mal. Dings aufgenommen habe. Wie heißt es? Sonic Generations. Und ich glaube, da habe ich den Mauszeiger ausgestellt. Leute, ich sag mal bis gleich. So, da bin ich wieder und der Mauszeiger ist da und ich habe mir eigentlich überlegt, ein lustiges Anfangsbildchen zu zeigen, nachdem ich wieder angefangen hier und habe ich gefunden, ich habe mal kurz diesen Typen hier weggezogen und zieht euch mal die Beine an. Ohne Worte. Alles klar, das Lachen überlasse ich euch. Ich habe eben schon gelacht. Ich habe eben mal auf die Uhrzeit geguckt, wir haben schon 18 Minuten um. Meine Gott, für nix und wieder nix. Okay. Und noch ein PDA. Habe ich eben gelesen. Das ist noch ein PDA. Okay. Achtung, aufgrund von Handlungen eines ehemaligen Mitarbeiters sind wir gezwungen, universelle Reparaturen an unserer Firewall und unserem Kommunikationsnetzwerk vorzunehmen. Ab morgen müssen Sie die folgenden Anmeldeinformationen verwenden. Login,
Hatan! Passwort Sixion. aus Sicherheitsgründen sind ihre aktuellen Anmeldedaten ab heute Nacht, natürlich muss es gerade heute Nacht sein, 0 Uhr nicht mehr gültig. Die neuen Anmeldeinformationen sind streng geheim und müssen vertraulich behandelt werden. Geben Sie sie auf keinen Fall weiter. Und das nächste. Neues Passwort! Bitte beachten Sie, dass der aktuelle Zugangscode für das Büro der Geschäftsleitung im offenen Bereich 2967 lautet. Da war ich doch schon drinnen! Egal. Dann gehe ich doch mal an den PC. War ich an dem schon dran? Ja. War ich. Darauf muss ich erstmal rülpsen, dass ich dran schon dran war. Genau wie an eurer Mutter. Okay. Was meinst du? Hey, JB. Es klingt fast schon wie JD. Ist er nicht JD, ist es YB. Ich hatte gestern Nacht einen spontanen Einfall. Sao will, dass wir die Produktivität der Fabrik verbessern. Richtig. Und die meisten, die da unten arbeiten, wollen unbedingt nach oben versetzt werden. Warum versprechen wir also nicht einfach, dass wir den Traum wahr machen? Wir verschicken eine interne Mail zum Beispiel: Die Chance ihres Lebens! Sie träumen davon, ein neues Leben Upper Hengsha zu beginnen, wo die Luft rein ist und ihnen alle Möglichkeiten offenstehen. Tai Young Medical bietet ihnen jetzt die Gelegenheit, in Upper Hengsha zu leben. Oh mein Gott, ich sollte, glaube ich, wirklich für QVC oder diese ganzen Homeshopping Sachen mal arbeiten. Jede Abteilung wählt jeden Monat den Mitarbeiter aus, der die Qualitätsstandards von Tai Young Medical am besten umsetzt. Die Leute bekommen dann in ein... Bei dem Versprechen soll ich es vielleicht doch nicht versuchen. Die Leute bekommen dann in einen Lostopf, aus dem der glückliche Gewinner gezogen wird, der nach Upper Hengsha darf. Denken Sie daran, bei Tai Young Medical werden gute Leistungen belohnt. Wenn wir tatsächlich jemanden gewinnen lassen müssen, was soll's? Wir können ja einfach noch ein paar Testsubjekte holen, oder? Ja, das sind doch mal Arbeitsbedingungen, wo Leute denken, hier werde ich nicht ausgenutzt. So, rein hier. Okay, erstmal wieder die vorhergegangene Mail von Tang He. Ich habe gerade den neuen Nervenschnittstellen-Prototyp erhalten, den das Penthouse geschickt hat. Wieder Penthouse, ey Leute, Penthouse. Wenn ihr wüsstet, ich habe noch nie ein Penthouse in der Hand gehabt, aber ich glaube, ich will mal ein Penthouse in der Hand haben. Wo um alles in der Welt hat sie dieses Ding her? Soweit ich das beurteilen kann, ist er allem, was unsere Forschungsteams bisher produziert hat, um Lichtjahre voraus. Sind Sie sicher, dass sie den Chip direkt in die Fertigung schicken will, ohne dass die Forschungsabteilung ihn sich zuerst ansieht? Kanji und seine Jungs könnten jede Menge lernen, wenn sie ihn zurückentwickeln. Okay. Ich lasse ihn auch mal so stehen. Unkommentiert. So, wieder die vorhergegangene Mail. Wir haben im letzten Jahr unsere Präsenz in mehreren zentralen Märkten erfolgreich gesteigert. Besonders im Schwarzafrika und Lateinamerika, wo wir vor ein paar Jahren noch fast völlig unbekannt waren. Aber die Zielvorgaben, auf denen sie besteht, sind extrem hoch. Ich denke, wir müssen einen aggressiveren Marketingplan verfolgen, wenn wir sie erreichen wollen. Schau. Also nicht Schau, sondern Schau. So heißt der Typ. Da kommt die Antwort. Stimmt, trotz unserer Bemühungen bleiben uns einige zentrale Märkte weiterhin verschlossen. Und ich bin nicht scharf darauf, Miss Sau bei unseren nächsten monatlichen Treffen zu erklären, warum das so ist. Wir müssen unsere Taktik besprechen. Ich berufe sofort eine Sitzung der Marketingabteilung ein. Bijou. Von Brigitte Bijou. Bijou Brigitte. Ich glaube, so heißt es genau. Ist das normal, dass so zwei Stühle ineinander stehen? Ich glaube, da haben sich die Entwickler ein bisschen vertan und haben mal gedacht, ja gut, da kann nicht ein Stuhl zu wenig sein. Da hauen wir mal so einen Doppelstuhl rein. Oder ist auch wieder so ein besonderer Ikea-Stuhl, der einfach Leute mit dieser Linie in den Rücken raufhauen will. Gleichzeitig natürlich auch da auch. Okay. Ansonsten, ich habe eben noch was vergessen. Denn das war ja nur die Antwort, die ich vorgelesen habe. Das war ja die vorhergegangene Mail, die ich vorgelesen habe, aber nicht die Antwort. Was war hier mit Zurückentwicklung und so Kram? Kommt nicht in Frage. Sie hat mir selbst gesagt, dass nur sie. Hui!
Hui. Und die von ihm ausgewählten Arbeiter in der unteren Fabrik den Chip sehen dürfen. Wählen Sie ein gutes Team. Es geht hier um einen gewaltigen Eilauftrag für Limp. Wir dürfen uns keine Ausschussteile erlauben. Lilly. Lilly ist ein schöner Name, finde ich. So könnte meine Nutte heißen, wenn ich mal zu älter werden sollte. Gut, übrigens, ich habe damals mit einem Kumpel ein Drehbuch geschrieben für einen Comedy-Horror-Film namens Hui Bui. Deswegen habe ich eben so bei Hui gelacht. Ansonsten ist an Hui eigentlich nichts lustig. So, ja, ruhig. Dein Bericht habe ich schon tausendmal gehört. Genau wie da oder da. Gut. Speichern. Dann könnte hier jemand sein. Tatsächlich. Könnte ich das einschlagen? Bestimmt. Wenn ich hüpfe, mache ich dann Geräusche? Nicht für ihn. Wenn ich hier sprinte, hört ihr das dann? Ich meine, wenn ich sprinte... Nee, der Typ ist vollkommen gehörlos. Dann könnte ich ihn ja auch was entgegenschmeißen. Scheiße, es passt nicht durch die Tür, glaube ich, oder? Ja, dann verkackt. Ja toll, wie kann ich denn mit den Typen holen? Ich kann ja das auch nicht leise einschlagen. Das geht ja nicht. Es sei denn... Löst der Typ alleine schon Alarm aus? Das ist jetzt die große Frage. Und... Ja, das müsste den Typen erst von den Socken holen. Ohne dass jemand Alarm schlägt, oder? Scheiße, feindselig war kurz im Moment. Das sollte nicht sein. Aber kein Alarm eigentlich. Eigentlich kein Alarm. Ich probier's das mal so, Leute. Ich lasse es mal so stehen. Ich glaube, ich krieg dann nämlich doch noch Punkte, wenn es kein Alarm gibt. Es müssten dann noch 1000 Punkte wieder Bonus sein. Kein Alarm ist es, glaube ich. Und nicht, wenn jemand feindselig ist. Ich werde es aber diesmal austesten. Wenn nicht, dann habe ich halt einen Verlust von 1000 Erfahrungspunkten. Aber das gehe ich jetzt diesmal einfach mal ein. Weil ich habe jetzt keinen Bock, das Ganze neu zu laden. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das machen könnte, außer dass ich mich auch unsichtbar machen würde, die Typen von vorn angehen und umhauen würde. Aber nee, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und Dickheitsstufe 4. What the fuck? Aber mal gucken, ob wir es schaffen. Der Typ hat einen Namen. Dann kriege ich vielleicht auch noch einen Sicherheitscode irgendwo. Gucken wir erstmal danach. Und habe ich schon gesagt, dass ich schon mal nachgucken müssen. Sollten. Möchten. Das war knapp. So, was haben wir denn hier? Da ist bestimmt irgendwas drunter. Ja, sag ich doch. So, und hier ist nochmal eine Tür. Einfach mal öffnen. Kann ja nicht schaden. Gut. An der Security muss ich wirklich aufpassen. Wahrscheinlich komme ich aber durch diesen Schacht an die Security ran und kann die einfach ausschalten. So, ist meine Vermutung. Drauf ist nix. Ey, ich habe schon so oft erlebt, dass da oben was drauf ist. Deswegen gucke ich da immer nach, Leute. So. Ich habe keine Ahnung, wie lang der... Die Parts jetzt... Also dieser... Lang dieser Part jetzt gerade wird. Hat er wieder jemanden umgelegt? Schlimmer. Stell dir vor, wir stehen gerade im Hive, als so eine Braut anfängt, über die Uniform vom Bus zu lachen. Als hätte sie noch nie jemanden vom Bell Tower gesehen. Der Boss war sowieso schon sauer wegen der Sache im Capsule Hotel. Also hatte sie einfach nur grimmig angeschaut. Scheiße, den Blick kenne ich. Tja, aber dann hat der Freund von der Kleinen einen auf dicke Hose gemacht und ist dem Boss blöd gekommen. Und was macht Khan? Packt die beiden an den Haaren und knallt sie auf den Tresen. Bam! Bam! Nichts als Blut und Schreie, Mann. Blut und Schreie. Das ist mein Motto. Gut. Siehst du mich? Hallo? Hallo? Es ist eine andere Frage. Kann ich eigentlich hier durchschießen? Ja dann. Leute, das war ja so lustig. Oh Mann. Scheiße, ich hätte natürlich auch lautlos ausschalten können. Aber das war gerade viel lustiger. Ich habe noch so viel Schuss von der Betäubungsmunition. Ich lasse es doch einfach so. Ach mein Gott. Stopp. Ich mach das jetzt so, mit Tastendruck.
erstmal die Waffe wieder weglegen, sonst schieße ich gleich wieder Munition weg. Hab schon mal zweimal weggeschossen, das will ich jetzt nicht nochmal machen. So. Ah, oh, ist das geil manchmal. Ich liebe dieses Spiel. Gut, aufmachen. Haben wir hier auch noch was Feines drin? Ja, eine Gasgranate. Alles klar. Den Cocktail. Soll ich den wegtun oder den Cocktail? Na komm, Leute. Benutzen. Benutzen. Und ich habe noch einen Cocktail, da ist er. Ob ich die jemals gebrauchen werde? Ich glaube nämlich nicht. Ich bin gerade... Oh. Oh Gott. Nichts Falsches aufnehmen. So. Wer will sich beleidigen? Oh, Peps. Ich springe voll auf Krawallkurs. Oh, es geht nicht kaputt. Jetzt bin ich aber wieder ein bisschen enttäuscht. So geht das ja nicht hier. Also... Nee, also... Ey! Okay. So, jetzt aber. Ich hoffe, dass da keine Wachen standen. Hallo! Hallo? Okay, da kann ich ja, da kann ich jetzt wieder gegenwerfen. So. Oh Mann, oh Mann. Geht doch. So, so bricht man richtig ein. Man wirft einfach mit Kisten in Fenster rein. Sehr schön. So. Das lese ich, also das werde ich noch hacken und vorlesen, dann werde ich auch den Part beenden. Wir haben eigentlich nicht wirklich viel erreicht hier in diesem Part. Aber ich glaube, ich habe selten in einem Part so viel Spaß gehabt wie in diesem. Herrlich. Okay. Skribbit. Wir heißen Skribbit. Okay, auf jeden Fall hacken. Da hinten muss ich vielleicht nochmal hacken gehen. Das ist ein bisschen doof, aber na gut. Da muss ich hin. Da gibt es zwei Knoten. Die wäre natürlich nett, wenn ich die habe. Jawoll. So, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das hier hacke. Ob ich die dann direkt mitbekomme. Ich glaube nämlich leider nicht. Deswegen rein hier. No! Skribbit. Hacken. Ich will doch den Part beenden, Junge. Lass mich doch einfach mal ordentlich hacken. Bitte. Ist doch nicht so schwer. So. Und ich hole mir doch den Spam hier unten noch. Leck mich doch am Arsch. So. Letzter Versuch hier. Bevor das passiert, werde ich dann nochmal speichern. Denn das wäre dämlich, wenn ich jetzt kacken... Ja, kacken würde. Nein, wenn ich jetzt verkacken würde. Von daher werde ich jetzt erstmal sofort das da unten anpeilen. Und. Jawoll, jetzt ist das Ding nämlich ordentlich verlangsamt. Und ich... Jetzt, wenn ich jetzt... Bitte nicht sofort Alarm, oder? Okay, scheiße. Jetzt ist Alarm ausgelöst. Da vorne ist der Roboter. Und, machst du was? Schießt du auf mich? Na, schießt du auf mich? Ach komm, Leute. Ich werde das gleich nochmal neu machen, in einem neuen Part. Aber den hier... Da soll mal einer sagen, dass ich keine Granatenskills habe. Boah! So, Leute, mit diesem Granatenskill werde ich euch in verabschieden, Leute. Bis dann, tschüss.